Mango ist ein Glücksfall für die internationale Fleckviehzucht. Er ist der bestgeprüfte hornlose Fleckviehvererber weltweit und hat dadurch eine immense Wichtigkeit für die weltweite Rinderzucht. Der Bulle ist angekommen und wir haben einfach gesagt, wow, ein Traumbulle für einen genomischen Bullen, ein herausragender Bulle. Er hat eigentlich all das demonstriert, was ein Fleckviehbulle braucht. Er war lang, groß, breit, er hatte hohe Tageszunahmen von über 1600 Gramm und er hat ein feines, sehr, sehr feines Fundament gezeigt. Er hat den Typ Bullen gezeigt, den die Bayern-Genetik immer forciert und den sie sich wünscht. Der Bulle hat natürlich dann auch noch Sekundärmerkmale, die unheimlich wichtig sind in der heutigen Zeit mit Klimaveränderung. Der Bulle ist rot gedeckt, er hat zumindest auf einem Auge genügend Pigment, um das Auge zu schützen. Er hat eine hervorragende Bewegung, zeigt eben diese Brillanz, die ihn auch für Länder in der südlichen Hemisphäre sehr attraktiv macht.